Lars Hedberg. Wie erwartet also ging Stefan Edberg nach jedem Aufschlag vorn, nach vorn ans Netz. Herausragend seine Volleys, vor allem der erste, der dann ihn in immer bessere Positionen dann bringt. Beide Spieler haben ja in diesem Jahr überraschend gute Ergebnisse auf Sand erzielt. Die Bilanz bei Boris Becker ist 15:2. Also 15 Siege, 2 Niederlagen. Die eine habe ich bereits erwähnt. Finalniederlage in Monte Carlo gegen Mancini. Dann das Ausscheiden in Hamburg im Halbfinale gegen Horst Koff, den Österreicher. Allerdings war Becker damals durch eine Rückenverletzung gehandicapt. Reprise. Insgesamt hat Becker eine tolle Saison bisher hingelegt. 2 Turniersiege und wenn man die Bilanz aller Matches des Jahres 89 nimmt, die sieht mit 33:4 sehr gut aus, nur Ivan Lendl hat eine bessere vorzuweisen. Premier Service. Das erste Ass. Becker schaut ungläubig, fügt sich aber in die Entscheidung. 30 beide. Erstaunlich, dass Stefan Edberg aus dieser defensiven Position heraus den Ball an Becker vorbeibrachte. Auch nun für den Schweden die erste Breakchance.
Monsieur Belmondo. Den ersten Flugball hat Becker sehr vorsichtig gespielt und dieser Schmetterball war nicht einfach. Eins beide. Eine herrliche Kulisse hier im Stadion Roland Garros. Nach diesem Krimi von Chang gegen Chesnokov soll dies nun ein weiterer Knüller werden. Becker fehlt durch das rechte Timing bei der Rückhand. Ein sicheres Aufschlagspiel des Schweden. Auch Becker mit, in Anführungszeichen gesprochen, der Rasentaktik, zweiter Aufschlag, trotzdem nach vorn gekommen, gute Volleys gespielt.
Kernsache. Wahnsinnsreaktion. Er musste sich auf die eine Seite konzentrieren. Stopp war zu lang. Ass Nummer 2, und wenn der Aufschlag bei Becker kommt, ist das für ihn psychologisch ein Positivum. Dann fühlt er sich sicher bei allen Schlägen. Noch hatte er bis dato hier und da Probleme, vor allem auf der Rückhandseite. Zero cans. Aber so nach einer Viertelstunde Spielzeit schießt man sich allmählich ein. Kernsatz. Edberg serviert konstant auf die Rückhand von Becker, treibt ihn weit aus dem Feld hinaus, um dann den freien Platz zu nutzen. 30 beide. Oh! Thank you.
Der erste leichte Wutausbruch bei Becker, Unmut über seinen Lob. Die erste wirklich bedrohliche Situation für Boris Becker. 0:40. Große Gefahr, den Aufschlag zu verlieren. Da ist es passiert. Noch einmal die Zeitlupe. Edberg begünstigt durch den Netzroller. Damit war Becker geschlagen. 4:2 Führung für den Schweden. Diesmal profitierte Becker von einem Netzroller. Gutes Auge von Edberg. Erstaunlich, wie weit Edberg nach vorne kommt nach dem ersten Aufschlag, obwohl Becker den Ball sehr früh nimmt. Schauen Sie hierher.
vor der Tierlinie spielt, Edberg den ersten Flugball. Da kann auch Boris Becker tief durchatmen. Zwei quasi geschenkte Punkte. Zunächst einmal der Doppelfehler, der erste des Schweden. Und dann eigentlich ein sicherer Vorhandvolley. Das ist ein Schlag, den Boris Becker in jüngster Zeit immer mehr einsetzt. Ein schneller Lob. Eine wirksame Waffe gegen Spieler, die relativ ungestüm nach vorne kommen. Da bringt sich Becker selbst in Schwierigkeiten. Wiederum zwei Break-Möglichkeiten für den Schweden. Oh!
Noch einmal die Zeitlupe. Man spürte, wie Edberg von mich lauerte, nach vorne zu kommen. Und dann war er präpariert für diesen Crossball. Das dritte Break nacheinander. Wie es dazu kam, noch einmal zu sehen. Es war riskanter und harter Rückhandball. Trotzdem Punkt für Edberg. Edberg 2 Punkte vom Satzgewinn entfernt. Nach 34 Minuten, 3 Satzbälle für Edberg. Premier Service. Ball war gut. Erster Satzgewinn für Stefan Edberg mit 6:3. Und ich gebe ihn mal schnell zurück in die Sendezentrale. Première manche donc 6-3 pour Stefan Edberg. Oh! Cancer. C'était très astucieux de Stéphane Edberg, un peu à la manière de Yannick Noah, qui a bien monté sur un revers amorti masqué. Ça a poussé Becker à la faute. Patrick Roy, excellent présentateur de la Une. Connais pas.
Monsieur Baker, père, architecte de son état, qui a d'ailleurs construit le club de tennis où a commencé Boris. Bien dirigé sur le revers de Boris, qui se lamente, qui se désole, mais il aurait intérêt, Madame Baker doit penser pareil, à ne pas trop s'éterniser au fond du court, car Stefan Edberg a pris la mesure de l'échange et vient au filet dans les meilleures conditions. Quelque chose n'est pas encore au point dans le jeu de l'Allemand, car il aurait dû mettre moins longtemps pour finir ce point, surtout sur ce coup droit décalé, où généralement la balle ne revient pas quand il met le maximum de sa puissance et de sa vitesse d'exécution. La confiance n'est pas là, n'est-ce pas, monsieur Chatrier, en compagnie de monsieur Alain Danet, le président du Racing Club de France. Qui permettent à Baker quand même de marquer le premier jeu de cette deuxième manche après avoir perdu la première 6-3. Aber das Spiel geht ja über drei Gewinnsätze, das kann eine langwierige Angelegenheit werden. Vielleicht entscheiden, wie auch in dem Match zuvor zwischen Michael Chang und Andrei Chesnokov, die Nerven. Wieder früh den Return genommen.
Bilina Stase, einer der großen Spieler der 70er Jahre hier in Paris erfolgreich 73. Unglaublicher Blick von Stefan Edberg. Das magische Auge reagierte nur kurz. Aber es bleibt bei der Entscheidung. Doppelfehler Nummer 2 von Edberg. Somit 2 Break-Möglichkeiten für Becker. Das tut einem gut, wenn der Gegner zwischendurch mal einen leichten Fehler einstreut. 2:0-Führung also für Boris Becker. Was ist bloß mit meiner Rückhand los? Fragt sich Becker. Aber er sollte dies vergessen, sich auf den nächsten Punkt konzentrieren. Kansas. Thank you.
Vielleicht baut ihn ja diese Rückhand auf. Das lange Cross-Duell, dann die Attacke von Edberg. Wunderschön diese Kulisse, wunderschön dieser Frühsommertag in Paris. Und traumhaft dieser Stoppball, ein Halbflugschlag, ein Halbflugball. Becker hat sich spät entschlossen, nach vorne zu kommen. Aber dieser Ball dann unerreichbar für Edberg. Spielball zum 3:0. Egalität. Findet einfach keine Ruhe. Becker nimmt sich nun viel Zeit, um sich auf diesen Aufschlag vorzubereiten. Becker. 3:0 Führung für Boris Becker. Das sieht sehr klar aus, ist aber nur ein einziges Break. Aber vielleicht sorgt es dafür, dass Boris Becker sich jetzt beruhigt. Denn eines müsste er aus dem Wimbledon-Finale des vergangenen Jahres gegen Edberg gelernt haben. Wenn er selber schimpft, dann macht er nur den Gegner stark. So war es in Wimbledon und so war es auch hier im ersten Satz. Aufschlag Edberg. Okay,
Man muss den Schweden gleich beim ersten Volley in Schwierigkeiten bringen. Das ist aber viel leichter gesagt als getan. Carol Deserve. Das erste Ass des Schweden. Da hat er später offenbar den Return unterschätzt, dann auch diesen Ball. Die Reaktionen des Schweden damit sind wirklich fabelhaft. Er lässt sich durch nichts einschüchtern. Und Beckers Passierschläge sind in der Tat sehr viel härter, als sie hier auf dem Bildschirm erscheinen. Dies erlebt man oft, wenn man zum dritten Mal schmettern muss, dass man dann immer weiter nach hinten gedrängt wird und dann den Ball verzieht. Die schwächere Seite bei Edberg ist die Vorhand. Und mich wundert eigentlich, wie oft Becker dessen Rückhand anspielt. Edberg mit einer klassischen Rückhand ausgestattet. Als Angriffsball gerade geschlagen, hat auch einen sehr guten Slice. Eine ungeschriebene Regel heißt, wenn du im Zweifel bist, dann nimm den Ball.
Monsieur Edberg. Da ist nun der Vorteil, den Becker hatte, dahin. Zum dritten Male verliert er seinen Aufschlag. Wieder bereitete Edberg den Angriff mit der Rückhand vor. Und schauen Sie dessen Reaktion. Jean-Paul Belmondo, Dauergast hier am Stadion Roland Garros. Ich kann mich nur mal wiederholen. Dieser erste Flugball von Edberg ist wirklich beeindruckend. Da ist also das 3:3 im zweiten Satz. Und nun ist die Lage für den Schweden wieder sehr viel rosiger als vor wenigen Minuten. Es ist Becker, der hier initiativ werden muss. Das ist gar nicht so einfach für den Deutschen, denn Edberg nimmt immer das Tempo aus dem Spiel. Can't
hat gut lachen, der Stefan Edberg. Das war nun zum wiederholten Mal, dass die Netzkante für den Schweden war. Ja, soll das eine Art Beschwörung gewesen sein? Es geht doch, wenn man sich konzentriert. Traumhaft gespielt von Edberg. Das geht aber nur dann, wenn man sich auf eine Ecke konzentriert. Er ging rüber und dann dieser Volley-Stopp. Hecker sucht jetzt mehr den ruhigen Spielaufbau und das ist seine Chance. Muss darauf hoffen, dass der erste Aufschlag von Edberg nicht kommt. So wie eben. Carol.
Eine gute Chance für Becker und man hörte zum ersten Mal die Aufmunterung. Die geballte Faust sah man. Jetzt wird's interessant. Was macht Edberg nach dem zweiten Aufschlag? Kommt er nach vorn? Und was macht Becker? Oh, er traf genau die Linie. Auf die Linie wieder. Avantage, Edberg. Noch einmal die Linie getroffen und genau auf den Körper von Becker serviert. Das sind die Punkte, warum es so mancher Kollege aus dem Namen Edberg Ed Borg macht. In Anlehnung an den großen Schweden Björn Borg, der hier das Turnier 6-mal gewann, 5-mal in Wimbledon. Aus. Mann, oh Mann. Toll gekämpft von beiden. Hier diese Rückhand, die neben der Linie landet. Es bringt nichts, dass man hadert, lieber Boris. Damit hat man sich abzufinden, dass der Gegner, auch wenn es öfter als normal ist, die Linien trifft. Spiel dein Spiel. Thank you.
Überraschender Stoppball. Edberg setzte so an, als würde er einen normalen Slice spielen. Eine ganz wichtige Phase im zweiten Satz jetzt. Oh. Und wieder Breakball gegen Becker. Ist das bitter für Boris Becker? Vor allem der Sieg über Alberto Mancini im Viertelfinale hat dem Schweden enorm viel Selbstvertrauen eingeflößt. Dieses 6-1, 6-3, 7-6. Auch da war der Argentinier ähnlich verzweifelt wie Becker jetzt. Hier noch einmal die Statistik und man sieht, dass die Vorteile beim Aufschlag bei Edberg sind. Fast alle Fachleute haben gemeint, dieses Match wird entschieden über den ersten Aufschlag. Einsatzbälle für Edberg. Der Ball war genau im Eck. So, nun sind die Kämpferqualitäten des Boris Becker
gefordert. 0-2 Satzrückstand. Noch nie hat er ein Sandplatzturnier gewonnen, aber nach den Darbietungen hier in Paris war er sehr zuversichtlich. Noch ist nicht alles verloren, aber die Chancen stehen nun alles andere als günstig. Er regt sich zu sehr auf über die Dinge, die seinem Gegner gelingen. Vater Karl-Heinz Becker, die Mutter Elvira. Zwei Spielbälle für Becker zum 1-0 im dritten Satz. Erstes Spiel also für den Deutschen. Point. Un partout, troisième manche, deux manches à zéro pour le Suédois, Becker au service. Premier service. Annette Olsen qui est la compagne de Stefan Edberg. Heureux. Boris Becker, 0-15. Encore une fois, sa balle a heurté la bande. Et tout à l'heure, ça avait permis à Edberg de réussir une attaque qui lui a donné ensuite le jeu. Et là, la balle est sortie dans le couloir, 0-15. Kenza.
quelle clairvoyance, quelle maîtrise. Il fixe Boris Becker sur cette volée trop courte, jusqu'à lui laisser le doute s'installer dans son esprit quant au côté à choisir, voilà. Et sans aucun problème, le passe le long de la ligne, car Boris n'avait plus du tout le choix d'aucun côté. Le même coup que précédemment, demi-volée encore approximative. Et grand passing en bout de course, regardez. Demi-volée. Et encore une fois, Edberg insuffisante. Toute petite fraction de seconde, allez. Alors quand on a en face de soi le revers d'Edberg, on joue de l'autre côté. Eh oui. 15-40. Faute. Où c'est pas passé loin, hein. Il l'a évité. Voilà, c'est ce qui déclenche le rire du public. Ainsi que le vôtre, d'ailleurs. Oui, oui. From 40. Encore une balle de 2 jeux à 1 pour Stefan Edberg sur Boris Becker. Si jamais il transforme cette balle en jeu en sa faveur, bien le Suédois aura un pied et demi en finale. 41. Attendez, Boris Becker qui s'encourage. 40 partout. A touché cette fois. Touché au genou gauche. S'il vous plaît. Oh là 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 là, c'est resté dans la raquette encore ce coup. Et ça donne une balle de 2 jeux à 1. À Stefan Edberg. Voilà, il a été touché au genou gauche, mais vaillamment, héroïquement, il garde sa place. Ça sort et ça fait 40 partout. Mais moi je sens Boris Becker à la limite de la rupture, Jean-Paul. Ben, il a déjà été à la rupture pendant le deuxième set, puisque quand même il menait. Il avait fait oui, le break 3-0. 3-0 et il a été rejoint très facilement à 3 partout au moment où on pensait qu'il allait pouvoir se détacher. Et pourtant, c'était important, ils ont perdu le premier set. Voilà qui est bien. Ça se sent sur ce coup droit, là, Daniel, qui n'est pas très à l'aise et qui n'est pas tout à fait aussi confiant que d'habitude, car sur ce coup droit, quand même, généralement, il y a une puissance qui se dégage du joueur, qui fait que la balle le plus souvent ne revient pas. Là, Edberg est facilement dessus. Il ne tire pas un bon passing, mais il est facilement sur la balle. Alors, Becker devrait accélérer davantage, prendre un peu plus de risques. Ah, s'il rate. Touché à la fesse droite. Pardon, mais... Et Becker qui s'excuse. Touché, mais toujours pas coulé. Ah oui, alors, vous voyez, il fait signe au juge de ligne médiane de se pousser un petit peu. Parce que là, il a été touché, vous voyez, juste... en bas à gauche, là, sur votre récepteur.
c'est quand même pas normal. Il a l'air de se plaindre de ce que Edberg a de la chance en faisant les lignes, des quantités innombrables de coups sur la ligne. C'est vrai d'ailleurs, il a eu beaucoup de réussite jusqu'à présent, mais une réussite qu'il a cherchée, qu'il a d'une certaine manière imposée à son adversaire, car beaucoup plus entreprenant que lui. Voilà, à chaque fois qu'il fait une accélération, ils ont presque à chaque fois gagné le point. Alors au lieu de se poser les questions qui se posent, à savoir si l'autre a de la chance avec des balles sur la ligne, ou alors s'il n'a pas beaucoup de réussite avec son coup de ressort vert, qu'il y aille. Que diantre. Facile à dire tout ça, n'est-ce pas Daniel? Oui, voilà Bellis qui permet à Boris Becker de souffler un petit peu. Et de mener 2-1 dans cette troisième manche, les deux premiers. Und hatte mal Becker seine Taktik geändert, war weit hinter die Grundlinie zurückgegangen beim Erwarten des Service. Auch das hat nichts geholfen. 1-0 Spiel für Edberg und 2-2 Ausgleich im dritten Satz. Einer der schönen Ballwechsel. Ah, Edberg bleibt dran. Becker muss sich auf jeden Ball voll konzentrieren.
Noch kein erster Aufschlag in diesem Spiel im Feld. Einer der wenigen Fehler, die Edberg bisher auf der Rückhand gemacht hat. Keine Probleme für Edberg. Keine Diskussion bei Edberg, trotz der Pfiffe, aber so mancher Zuschauer hat einen gehörigen Abstand zum Feld. Es kommt auf die Tagesform an, hatte Becker vorher gesagt. Und heute ist es nicht sein Tag. So schaut es jedenfalls aus. Wieder einmal ein überzeugender Ballwechsel von Becker.
Und Becker macht das Spiel, obwohl von 10 Punkten nur zweimal der erste Aufschlag gekommen war. Wenn Becker in der Lage wäre, einen Satz zu gewinnen, dann könnte das Match sich noch wandeln. Jeu blanc, das heißt zu Null Spiele. Davon hatte Edberg 4, Becker keins. Der Ball fiel förmlich im Netz runter, dann verdeckte Vorhand, Cross gezogen. Der Hauch einer Chance, die sich da andeutet. Wieder dieser wunderschöne erste Volley. Dann machte er die Seite zu. 30 beide. Becker aus dem Laufen heraus. Der Spezialschlag eigentlich von Lendl. Bemerkenswert, wie er die Volleys hineinspielt. Jetzt sind genau 2 Stunden gespielt.
Dies nun das erste zu Null Spiel von Boris Becker. War in diesem Schlag die ganze Frustration über den Matchverlauf bisher? Der nun auf seinen Finalgegner wartet. Aufmunternder Beifall für Becker. Die Leute wollen was sehen für ihr Geld. Erneut ein tadelloses Aufschlagspiel von Stefan Edberg. Vier beide. Das wird jetzt öfter passieren, dass Stefan Edberg jede Möglichkeit suchen wird, ans Netz vorzukommen. Der Ball fegte den Sand von der Linie. Ast Nummer 8 von Becker. 2-1.
zwei Spielbälle zu 5 zu 4. Und noch ein Punkt mit dem Aufschlag. In diesem dritten Satz beißt sich Becker durch. Jetzt muss der Kämpfer Becker ran. Und er braucht Inspiration bei seinen Passierschlägen. Hatte wohl jeder einen Crossball erwartet. Doppelfehler Nummer 3. Der hätte Becker den Schweden etwas irritiert, umlief oder wollte die Rückhand umlaufen. S'il vous plaît. Große Chance, zweiter Aufschlag von Edberg, dann die Vorhand, sein bester Schlag, knapp verfehlt. Ball des Set, Satzball. Alles hineingelegt, was er hineinzulegen hatte. Das volle Tempo, volles Risiko. Und dann war die Netzkante gegen ihn. S'il vous plaît. Für eine Leistung auch von Stefan Edberg. Als er 15:40 zurücklag, sich zwei Satzbällen gegenüber sah, fünfmal den ersten Aufschlag reingebracht. Und vielleicht trauert Boris Becker noch dem einen Ball nach beim Stande von 0:30. Wäre allerdings besser, wenn er sich jetzt auf sein Aufschlagspiel konzentrieren würde.
Dein Spiel ist besser geworden. Alles Glück, was dir. Was Edberg macht, ist, dass er sich genau überlegt, 30 beide. Dies war nur eine Möglichkeit für ihn. Aus. Je, Becker. Beckermann, 6-7. Wenn ich das recht einschätze, dann wünschen sich die 16.000 Besucher einen Satzgewinn von Boris Becker, damit dieses Match mindestens über 4 Sätze geht, vielleicht sogar über 5. Wurde zunächst ein Fußfehler gegeben. Becker schaut sich noch einmal den Ballabdruck an, aber ich meine, der Ball rutscht ja von der Linie weg. Wieder ein Netzroller von Edberg.
Pronta. Satzball Nummer 3 für Becker. Ja! Da ist die Inspiration, von der ich vorhin sprach, das zu machen, was keiner erwartet, hier mit der Vorhand nicht Longline zu spielen, sondern Cross. 7:5, der Satzgewinn für Boris Becker. Nun führt Stefan Edberg nur noch 2:1 in Sätzen.